Hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Oscar 1, Delta Sierra Hotel, dem Dennis hier. Und wir werden jetzt hier mal zusammen dieses wunderschöne ESO-Gerät aus ihrer Verpackung nehmen. Ne? Aus der Verpackung rausnehmen. Ja, wir wollen uns das mal ein kleines Unboxing hier sozusagen machen vom ESO FTM 7250 Dora. Und ja, das werden wir jetzt hier mal zusammen einmal auspacken. Das Gerät, wie wir sehen, kann C4 FM sowie natürlich FM, ist ein 2 Meter und 70 Zentimeter Gerät. Ja, wir werden das jetzt hier mal zusammen öffnen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, wirklich noch nicht aufgemacht. Und hier kann man gucken. Ah, hier geht das schon mal auf. Ich muss das mit einer Hand machen. Aber gut verpackte Geräte bekommt man ja auch mit einer Hand auf. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir das. Ja, ganz einfach. Aber auch nicht ganz einfach. Okay, es geht nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und den Karton. Ach, hier können wir das ja auch noch öffnen. Na, dann machen wir das hier doch auch noch. Na. So, dann hoffe ich, dass es einfach jetzt durchfällt. Ah, machen wir das so. Oh, guck mal, da kommt. Da kommt es. Na, komm. Ja, komm, ich mach's spannend. Ich schieb den einfach immer weiter. So. Und machen wir hier mal so, handhalten. So. Ja. Na, so. Ah, jetzt haben wir es endlich auf. So, hier ist schon was rausgefallen. Das machen wir mal. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein USB, ja, ein Mini-USB-Kabel als Datenkabel für das Gerät, für Software-Updates. Ich hatte mich schon reingelesen, ich glaube, für die Programmiersoftware gibt es da, glaube ich, nichts. Muss ich mal schauen. Kann sein, dass es funktioniert. Dann haben wir ein, oh, doch, durchaus massives Funkkabel. Das ist doch schon mal gut. Sehr massiv, wie ich finde. Müssen wir hier mal, wollen wir mal genau angucken. Zwei Sicherungen sind das. Aha. Okay, interessant. Ja, das wundervolle Mikrofon, das kann ich jetzt schon mal aus der lustigen Verpackung nehmen. Oh, das liegt gut in der Hand. Ja, das sieht doch schön aus. Ne, das Ganze mit einem RJ45 Stecker. Ja, dann haben wir hier noch das, den Ständer oder den Befestigungsbügel. Dann haben wir hier noch den Mikrofonbefestigungsbügel. Apparillo. Und dann haben wir hier noch Schräubchen. Ganz viele Schräubchen. Ist das nicht toll? Schrauben. Jetzt haben wir hier, guckt mal hier, die wundervolle Anleitung des Gerätes. Ist das nicht geil? Oh. Und jetzt ein wundervoller ESO-Aufkleber. Ist das nicht auch Bombe? Also, ich wollte schon immer mal einen ESO-Aufkleber haben. Okay. Jetzt kommen wir zum Highlight hier. Zum Highlight. Jetzt sind wir ein bisschen falsch. Dann drehen wir das hier nochmal um. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Was haben wir noch? Zwei Ersatzsicherungen. Und das, muss ich selber kurz gucken. Ah, zwei Schrauben. Vier Schrauben. Für das, wahrscheinlich für die Mobilhalterung. So, egal. Jetzt kommen wir zum Besten hier. Ah, oh, oh, komm mal her. Komm mal raus. Komm doch mal raus zu Papa. Ja. Da haben wir es. Das kleine, lustige. Na, guck mal hier. Habe ich in der Hand. Ist das nicht alles so einfach. Aber funktioniert. So. Aha. Ja, wiegt durchaus. Hat durchaus. Ich glaube, das wiegt das 1,5 Kilo. Ich glaube, das steht auch in der Anleitung. Wollen wir mal das gucken. Dass das wiegt. Es wiegt 1,3 Kilo, wie wir hier gerade sehen. Ne? Macht 50 Watt das gute Gerät. Na, hier sind mal so die technischen Details, wenn sie euch interessieren. Ja, und wie das Gerät, was sich sehr hübsch anfühlt, naja, funktioniert. Das werde ich dann in einem anderen Video ausprobieren. Ne? Wir haben jetzt hier den Stromstecker, wir haben hier einen kleinen Lüfter, wir haben eine ganz klassische P
PL-Buchse, keine N-Buchse. Da mag vielleicht manch eine oder andere drüber die Nase rümpfen. Aber gut, egal. Hier wunderschöne drückbare Knöpfe mit einem durchaus fühlbaren Druckpunkt. Dann haben wir hier den Dial-Regler. Dann haben wir hier wahrscheinlich einen Ausschalter, genau. Und hier haben wir auch einen weiteren lustigen Schalter. Jetzt hat keiner von... Wobei hat er... Nee, hat keiner von denen einen Druckpunkt. Okay, egal. So, jetzt machen wir nochmal schön eine kleine 360-Grad-Aufnahme. Ja, das ist das Jaesu FTM 7250 Dora als kleines Unboxing-Video. Und wie gesagt, wie das nachher funktioniert im Betrieb und so, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Das war hier ein kleines Video von Delta Oscar 1, Delta Sierra Hotel, der Dennis hier. Und vielleicht holt ihr euch das hier auch. Wer weiß. Schauen wir mal. Made in Japan. Das ist doch gut. Nicht made in China. Bis denn dann.